So, und da sind wir wieder bei Pokémons Markt und wir haben hier auf dem Weg hierhin mit dem Itemradar was gefunden. Ja. Irgendwo guten hier. Tag. Der guckt Merkst immer in die Richtung, wo es wohl vergraben ist. Nachdem du das benutzt hast. Und der sagt hier irgendwo oben. Immer noch oben? Ne, jetzt rechts. Rechts in dem freien Posten, da gab es ein Protein für mich. Ich glaube, das habe ich auch versehen schon mitgenommen. Ja. Ich nicht. Ich habe da nämlich alles durchsucht und da war da nichts. Bei mir ist da nichts. Weiter oben ist wieder was, wo unser Rivale da stand. Okay. Da sind zwei Typen und ein Jirachi. Wollen wir einen Doppelkampf machen gegen die oder die aufteilen? Oh, das kann rechtzeitig das an. Er muss etwas vergraben sein. Ja, das habe ich auch gehört. Krümmlöffel. X-Tempo. Wollen wir gegen die Typen Doppelkampf machen oder einen Einzelkampf? Machen wir einen Doppelkampf. Da vorher wechsle ich noch die Pokémon aus. Lampi, dich habe ich schon. Dann packe ich dem doch den Peter noch auf den Schädel. Zeigst du mir kurz deine Pokémon? Nur ganz kurz, ja? Okay, volle Kanne, wenn du ihn in Sicherheit kannst, kriegst du verloren. Wenn wir in die nächste Stadt reinkommen, können wir gleich drei neue Pokémon fangen. Okay. Stolrak und Pinsir. Aramaldo und Incognito. Ich sollte vielleicht nicht Intensität einsetzen, wenn der Macholo neben mir steht. Oder ein schwebendes Pokémon im Kampf ist. Was bin ich erreicht? Level 21. Knofensa. Bellord. Ich finde schön, wenn da so ein Stein-Dinosaurier einfach stirbt, weil du dem Dreck ins Gesicht wirfst. Kapaloris, 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 Kapaloris. Slamok. Hast du das Kapaloris in dem Pikachu-Movie da gesehen? Was war Kapaloris nochmal? Das komische gelbe, grüne Ananasviech mit dem Entenmund. Nee, das sagt mir gerade nichts, die Beschreibung. Gib einfach Kapaloris Detective Pikachu ein. Du darfst wieder vorlesen. Moment, ich bin durch den Kampf. Steinwurf ist so ein Fieber blockiert, was? Ja, da hat wohl einer dir das blockiert. Was bin ich gleich Level 22? Versuch Gesichter zu erlernen. Nein. Ich meine, das könntest du gebrauchen, wenn der Gegner ein Geist-Pokémon ist und du es mit Normalattacken treffen willst. Ja.
Ich sammle Trainer Rufanträge. Das heißt immer noch nicht, dass du meinen Ruf hier haben darfst. Zauberwasser. Joko Tablettenpuffer gefunden. Tablettenhufer? Blindpuder. Zauberwasser. Nichts, keine Anzeige. Mew. Ein wildes Mew erscheint. Ja. Mew. Nichts, keine Anzeige. Da ist ein Radfahrer. Ist das wieder ein Doppelkampf? Wollen wir hier einen Doppelkampf wieder machen? Moment. Okay. Ich hab deine Absichten vorhergesehen, daher werde ich nicht verlieren. Ich bin am günstigsten Radweg heruntergefallen. Was? 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 Und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, musst du jetzt gegen mich kämpfen. Nur gegen das Krankenhaus. In einer anderen Version wäre da einfach nur so eine Tote, die da so richtig sich die Dingens da aufgeschlagen. Und das finde ich ja ein nettes Team. Arctos und Sonnenkern. Cocoon und Mag- Wenn sich drei Magnetilo verbinden, werden sie zu Magneten und die, das Gehirn teilen sie sich dann. Intelligenter werden sie aber doch trotzdem nicht. Hä? Warum kommst du damit plötzlich an? Weil ich diesen einen Tweet von Pokémon gesehen habe. Und der tausendmal gememt wurde auf Reddit. Hat dir dein Sonnenkern auch nichts gebracht? Sonnenkern! Also Benz hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Also die Szene kenne ich nicht. Qualot-Beere. Grana-Beere. Kann ich auch mal was anderes als Beeren bekommen? Ich geh schon mal weiter, ne? Ach, Moment. Summer. Ein Faultreffer. Ja. Ein Faultreffer. Drachenzahn. Klar, ich krieg eine blöde Beere und du kriegst einen Drachenzahn. Schutz. Was? Schutzband. Ich habe einfach noch Batz gehört und hab gedacht, dein Bud Spencer ist jetzt tot. Nee. Dort unten können wir noch mit einem Fischer kämpfen, falls du willst. Vorher hole ich mir die Bären da. Und dann sind wir hier in dem in der Stadt. Schleich dich nicht so von hinten heran. Ich kann auch gern von vorne kommen, aber dann sagst du dasselbe. Angler Alben. Hundemann. Das geht. Ich glaube, ich wechsle aus. Quiekel. Beetle habe ich in einer anderen Zone liegen. Kramurks. Ich weiß noch, als ich Diamant das erste Mal gespielt habe, wollte ich aus irgendeinem Grund die ganze Zeit irgendwie einen Quiekel finden. Ja, weil du weißt, zu was das werden kann, oder? Vermutlich wusste ich das damals schon. Zu diesem super tollen... diesem Mammut. Dieses super tolles Super tolle Supermammut. Das Tolle ist, das kannst du aber in Diamant gar nicht so fangen, bevor du nicht die Hauptstory fertig hast. Oh. Das haben die in Platin dann gefixt.
Im Platin konntest du diese ganzen Pokémon, die eine neue Entwicklung dazu bekommen haben, einfach so fangen. Der Platin wäre die beste Version von den dreien. Allein schon wegen diesen Beat, wo man Argentina fängt. Und wegen Saros, oder wie er nochmal hieß. Dem einzig ernstzunehmenden Gegner. Ja. Und außerdem kam der auch der komische FBI-Typ. Der in jedem Spiel wieder kam und irgendwie immer besser wurde in Sachen halt wirklich wie sagt man das, Detective sein oder was weiß ich. Ja, ich meine, vorher war der einfach scheiße. In Platin hat er sich einfach hinter einer Lampe versteckt. Malven Frost City. In dem jetzigen hat er irgendwie, ist er in eine andere Dimension reingeflogen. Ich habe eine Lauchstange bekommen. Dann sagt zack, zack, ja, bim, bam, 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 bam. Der ist in eine andere Dimension halt reingekommen und hat sein Gedächtnis verloren in dem jetzigen. So, wollen wir Pokémon fangen? Ja, wo zuerst? Rechts, links. Ich glaube, oben wäre am besten. Aber ich gucke eben nochmal im Pokémon-Markt, ob wir das, da was Neues kaufen können. Stimmt, guter Einfall. Superball habe ich. Supertrank. 15 Superbälle. Weiß ich nicht. Nichts Gutes. Ja, ich glaube, das reicht schon, was ich habe. Du meinst oben bei Route 111. Ja, da geht's glaube ich am easiesten. Wo da ist schon ein Trainer. Ja, aber da kam aus dem Da gehe ich auch außen rum. Oh, da ist noch ein Trainer. Da kann man außen rum gehen. Da kann man sogar trotzdem noch das Item nehmen. Waldbrief. Ist das hier schon eine neue Route? Ja, das ist Route 111. Okay, dann lass mal hier im Wasser was fangen mit der Angel. Wasser? Was? Ja, hier ist Wasser. Oben. Ich dachte, du bist oben. Ja, ich bin oben. Da ist eine. Da ist Wasser. Moment. Oben. Ich bin oben. Moment. Ach, da oben. Ah, da ist Wasser. Ich war weiter rechts oben. Ja, das nehme ich gerne. Moment. Ich bin ein klitzekleines Knabbern. Hab ich irgendwas zum Einschläfern? Ich bin ein klitzekleines Knabbern. Ich bin ein klitzekleines Knabbern. Fällt mir ein apropos Einschläfern, ich glaube, da nehme ich Auschwitz direkt in der ersten Position. Das Viech kann Gesang. Was hast du denn da überhaupt jetzt gleich? Sehe ich gleich. Ich bin ein klitzekleines Klappern, habe ich da. Ich habe einen Altaria. Ich habe da nicht mehr ein klitzekleines Klappern. Du machst das aber auch mit Select, oder? Kann ich kurz umstellen, ja. Ich denke drüber nach, ob ich es angreifen soll, aber irgendwie ist es keine gute Idee, glaube ich. Da habe ich mal was und da ist den Kumpfack, wenn ich dämlich bin. Ich habe Altaria. Ja, weiß ich. Ich habe es gefangen. Ach so. Du hast ein Pokémon im Haken. Es hat eine wunderschöne Sopranstimme. Apollo! Apollo? Ja. Darfst du da nicht haben? Weiß ich. Dann noch zwei weitere Versuche. Altaria fliegt zwischen den weißen Wolken am blauen Himmel und schießt heiße Feuerbälle aus seinem Maul. Was? Nochmal Alpollo. Wenn du Pech hast, wird's jetzt nochmal Alpollo, weil das Carpador wahrscheinlich ersetzt hat.
Und dann kriege ich auch kein Altaria. Und Alpollo. Ja, dann darf ich kein Altaria haben. Toll, danke. Und dabei habe ich Soufflé genannt. Das Haus des der Seahickers. Ja, gegen die solltest du jetzt nicht kämpfen. Das sind 4 Kämpfe hintereinander. Ja, tue ich auch nicht. Ich habe noch einen EP-Teller da gefunden übrigens. Wo? Da bei dem Pokéball, die 2 Typen ansehen, aber da bin ich natürlich nicht reingegangen. Dann gehen wir rechts mal eben gucken, was wir da noch fangen können. Ja. Warum gehe ich nicht heilen? So, wegen dem einen Kapitel. Da ist ein Doppelkampf. Wo? Rechts. Ja, ich guck eben erst. Altaria hat gelbe Flöte. Ich wollte das Item nehmen, danke. Aber immerhin, dann spare ich mir schon mal gelbe Flöte. Warte, was kann die gelbe Flöte? Man kann die ja immer wieder verwenden. Gelbe Flöte, was kannst du? Verwirrte Pokémon heilen. Ach, ich habe mir schon gefreut. Wo ist denn da ein Doppelkampf? Die direkt. Okay. Ja. Ja, dann machen wir die fertig. Ja, Moment, ich, Pokémon-Wahl. Also, wir haben noch keinen Wailord, also kannst du keinen Pokémon-Wahl machen. Ich meinte eher, dass ich ein anderes Pokémon in zweiter Position setze. Der Kartoffelblumen hat eine magische Kraft. Er reinigt Körper und Geist. Los, los, los! Pokémon 1, 2 und 3! Achtung, Deckung, hinlegen, halt! Lisa, Flor und Mauzi. Zwirklub. Die Aroma Lady hat einfach Lisa Flor. Krebskorps. Auschwitz setzt Finsterfaust ein. Die Operation war erfolgreich. Vielfalt erreicht Level 26. Was Benze erreicht Level 23. Griffel. Hast du irgendwem eigentlich den EP-Teiler gegeben? Ja. Wem? Obwohl, nee, habe ich nicht. Wollte aber hab dann kein Dings. Wusste nicht, wem ich es geben sollte. Ich glaube, das gebe ich gleich einfach Manko. Ist auf Lob besiegt. Zubat! Hallo! Makuhita. Jetzt habe ich da 2 Pokémon, die mir gefährlich werden können. Nicht einfach mal abhauen. Panzer. Oh du meine Güte, scheinbar habe ich verloren. Ich kämpfe immer noch. Ja. Diese Geruch, das ist der Pokénap. Wir müssen uns gegenseitig eintragen. Das habe ich schon vorher vorgelesen. Müssen wir nicht. Wäre tatsächlich gut, wenn wir nochmal alle Trainer besiegen, die hier auf den ganzen Routen sind. Nur noch Gardevoir. Ich gehe dann mal direkt unten fischen. Wenn du an denen da vorbei kannst. Da kann man einfach runtergehen, der Bus, und nicht vorbei. Das ist der Krieger. Krieger.
Ich meine, die Frage ist kein Trainer. Sub-Zero versucht Schutzschild zu erlernen. Nein. Ein Schutzschild kann gut sein. Ja, aber hier nicht. Fladenbrot 24. Hier nicht, Fladenbrot 24. Goddammit, die Viecher entkommen immer beim ersten Mal. Da ist ein Rocker. Ja. Du kannst trotzdem nach unten gehen. Ich habe einen Riesenpilz gefunden. Du hast ein Pokémon am Haken. Oh, Kabutops. Du hast ein Pokémon am Haken, direkt beim ersten Versuch. Kokuna. Haben wir schon irgendwas ich von... Ich einfach. Nee, ich habe die Vorentwicklung. Darf ich da noch Kokuna haben? Ich meine, es ist im Friedhof. Also eigentlich dürfte ich es dann ja haben. Sagen wir einfach ja. Ich bin niemand ist hier, um uns aufzuhalten, also... Ja. Der da. Wieso schlägt die Hypnose immer fehl? Weißt du, ich freue mich ja schon richtig, ein Pokémon im Team zu haben, das nur Härtner kann. Und nichts anderes. Okay, ich hab Kabutops. Der hat Experdimis. In der Antike jagte Kabutops unter Wasser nach Beute. Ja, Kabutops. 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 Ist jetzt nur Herd, nein. Nichts anderes und hat dann Experdimis. Ja. Da kann ich nicht mal. Ich kann Kabutops das nicht. Kabutops hat auch nichts anderes als Herd eingesetzt. Es hat sich von einem Meeres zu einem Landbewohner entwickelt, was man an den Kiemen und Beinen sehen kann. Was kann man denn an den Beinen sehen? Kiemen. Was, wie nenne ich das Vieh denn mal? Bleibt einfach nicht drin. Soll ich das einfach angreifen? Es hat schon richtig viel Härtner eingesetzt. Wenn du willst, du kannst auch. Keine Ahnung. Dreschflügel. Ja. Es hat genügend Härtner eingesetzt, dass Dreschflügel nicht viel Schaden macht. So. Hab das mal runtergeprügelt auf gelben Bereich. So, das Kabutops heißt jetzt Edward. Hä? Was denn? Bleib endlich drin, Kokuna. Hat das ein Atem? Keine Ahnung. Okay. Hab's. Kokuna bewegt sich kaum, wenn es einem Baum haftet. In seinem Inneren regt sich einiges, da es auf seine Entwicklung wartet. Dabei wird seine Schale sehr heiß. Pizza. Sehr gut. Sieht aus wie Pizza bei diesem Sprite. Wurde nicht in Boxfriedhof reingetan. Das verbiete ich mir. Also es wäre gut, wenn wir ja alle Trainer noch besiegen, bevor wir den Arenaleiter fertig machen. Okay.
Ja, wollen wir denn nicht sowieso alle Pokémon zumindest auf ein gleiches Level bringen, bevor wir den nächsten Generator ja, umbringen? Aber vorher wollen wir hier die ganzen Leute erstmal besiegen. Ja, ich regel mit dem Rocker. Ja, ich tue jetzt Kokuna in den richtigen Dingen ja. rein. Dann warte ich auf dich, du darfst ihn dann lesen. Das kann wirklich nur Härtner. Meine Melodie wird deine Seele erschüttern. Farbigel. Gitarrist Bob. Bob der Weiß. Nasknit. Bob der Nasknit. Farbigel One Hit weg. Aber du bist ja gleich Level 26. Ich wollte gerade fragen, was auf deinem höchsten Level ist. Auschwitz. Und FIFA. Sepa. Ja, Evoli, Geowurf. Werf das kleine Viech weg. Ja. Sobald ich eine schöne Melodie komponiert habe, musst du sie anhören. Jetzt noch mit dem Angler noch. Hallo Fischer. Für Angler ist die Ausrüstung. Keine Ahnung, das habe ich nicht mehr gelesen. Hast du denn den Stein dort auch angesprochen neben ihm? Der heißt Frank. Nein, das aber ist ein für Trainer. Allein! Der ist Frank, der Stein. Aber für Trainer sind natürlich die Pokémon und das Herz entscheidend. Ach, du hast ja noch nicht fertig geredet. Nee. Ich dachte, du hast okay. Den fertig geredet, ich hab ihn schon besiegt. Wir haben auch gekriegt. Ich war dem Herzen geschlagen. Himmelberge! Ja, aber mir war da auch nichts Besseres. So, jetzt links. Oder oben noch die Trainer besiegen. Was? Links oder oben noch die Trainer besiegen. Ja. Ja, wenn wir oben noch die Trainer besiegen, haben wir das schon mal abgeschlossen, müssen da nicht mehr hin. Gehen wir oben. Obwohl. Kampf oder eins? Obwohl, wenn wir hier nach oben gehen, dann müssen wir auch noch die Familie Sikirs besiegen. Und wir wollen doch noch ein Pokémon. Oh, ich wurde gerade von den. Ich war gerade dämlich und bin unten gegen. Also oben in den ersten Doppelkampf reingerannt. Mit der Aroma-Lady und dem komischen Camper. Fucking Camper. Dies ist mein Lieblings-Pokémon. Die Aroma-Lady. Ja, die auch. Mein Leben aufregender werden kann. Ja. Lies doch die Beate, die tägliche. Konrad und Doreen. Flurmel und Walreiser. Kabuto und Muschas. Kingführer Bra. Der beide besiegt. Ja, bei mir kann es dauern, weil dann Walreiser ist mit Frostbeule. Es hat einfach ein Eiszapfen auf mich geworfen oder so. Glück haben die nur ein Pokémon. Dann können wir auch noch den Doppelkampf mit den anderen dort oben machen, oder? Okay. Mit Hans und Christoph, wie heißen die? Kommst du aus Wolf, Rauf City? Ey, ich hab die doch nicht gesehen. Bestimmt. Waterloo versucht Lehmsula jetzt zu erlernen. Warum sollte das jemand lernen wollen? There's a fire starting in my heart. Ah!
Dies. Kommst du aus meinem Fokus City? Da steckst du bestimmt voller Energie. Jemand, der halb verurteilt wie ich bin, der kennt kein Mittelalter. Hört sich auch so an. Sieht doch so aus. Lorblatt und Formio. Nidogino und Sandan. Lorblatt unbedingt weg. Ich liebe Intensität. Liebe Eissturm und ich lebe es auch. Liebe es. Fladenbrot erreicht Level 25. Fladenbrot versucht Einigler zu erlernen. Fladenbrot, kannst du auch mal was Vernünftiges erlernen? Besiegt. Ja. Und da oben steht ein fetter Sack. Bist du schon da? Bei dem Typ mit den Steinen? Oh nein! Und mein Onkel Melvin von Schütze hat mir noch extra noch gesagt, ich sollte Trümmerer mitnehmen, wenn ich so gut der 111 gehe. Mein Onkel, er lebt gegenüber vom Fahrradladen in Melvin. Da kriegt man zur Trümmerei her. No shit. Ich dachte, wir kommen jetzt zu Schneider. Wuhu! Wuhu! Die Leute nennen mich den Zertrümmerer, aber ich finde den Namen unter meinem Niveau. Ich verdiene doch wohl etwas mehr Respekt. Man sollte mich Zertrümmerer Meister nennen. Wuhu! Deine Pokémon sehen wirklich sehr stark aus. Das war eine andere Zeit. Warte mal, was? Komisch. Sehen wirklich sehr stark aus. Das sehe ich gern. Hier nehmen wir einen Gefallen. Was? Diese VM enthält zu Trümmer. Wenn du unterwegs auf große Felsbrocken stößt, dann nutzt die VM, um den Weg frei zu machen. Ja, das ist meine Devise. Können wir eigentlich schon ein Fahrrad hier von dem Typen bekommen? Hallo, gibst du uns ein Fahrrad? Ich weiß nicht, als Kind wollte ich immer Dings. Aus irgendeinem Grund hier ein Fahrrad mit viereckigen Reifen. Obwohl, denn jetzt war, glaube ich, in Diamant, wo das war. Also, ich habe gerade mit dem Typen mit den grünen Klamotten geredet in dem Fahrradladen. Nun, was haben wir denn hier? Einen höchst energischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Ach, da ist ein Bier mit Limonade. Ich bin der Besitzer der Fahrradjobs. Der Turbotreter. Die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Nein. Ja. Stimmt das wirklich? Du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim her. Dann gibt er mir kein Fahrrad, wenn ich Nein sage. Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Eilrad und das Kunstrad. Das Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren. Kunsträder für Leute, die Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du deines aussuchen. Darfst du da mal draufdrücken? Ich nehm Eil. Welches wollen wir denn? Soll ich Kunst nehmen? Nein, da bist du nämlich ziemlich lahm. Da kannst du genauso gut laufen. Joghurt wählt das Eilrad.
Wille macht das Meister. Würstchen. Macht das Meisterwürstchen. Wenn du dich wieder umtauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Der geht einfach raus. So. Ich wollte nicht einsetzen, ich wollte das auf Select setzen. Wollen wir dann noch ein Pokémon fangen oder jedenfalls versuchen zu fangen? Okay, links. Ja, ich hole mir eben noch ein paar Bälle. Ich habe genug Fälle. Ich habe auch genug Fälle. Bälle. Okay, unten ist ein Typ, der läuft hin und her und da sind ein paar Nierenbären. Nieren. Ne, die Nürnberg-Gichte. Nürnberg-Bären. Nürnberg. Da ist ein Typ, der rennt, aber ich bin direkt über dem hinweggelaufen und mein erstes Pokémon da ist Elekid. Wo ist ein Typ, der rennt? Unten. Aber der läuft, wenn du oben am Rand bleibst vom Baum, dann passt's. Oh Gott, mach den mal schneller. Ich bin gerade schon im Kampf. Ich bin da gerade bei Elekid. Das sollte eigentlich passen. So, was hab ich da? Okay, das war kein Aber, ja. Ja, gut, das nehme ich. Hä? Lurak. Jetzt endlich. Ich konnte es letztes Mal nicht haben, jetzt kann ich es aber haben. Kann man nicht mehr einen Statuseffekt mit einem anderen machen, wenn der schon einen Statuseffekt hat? Ja. Oh. War schon immer so. Dämlich. Okay, ich hab ihn. Ja, ich probiere gerade Glurak zu kriegen. Der macht hier aber nur noch Rauchwolke bei mir. Ich spule das mal vor. So, jetzt probiere ich es mal mit dem Fang. Ich bin immer noch der Meinung, der Superball ist schlechter als der normale Pokéball. Okay. Zweimal gewackelt. Weil ich habe es bisher mehr geschafft, mit einem normalen Pokéball was einzufangen, als mit einem Superball. Weil man mehr Pokébälle hat. Nicht unbedingt. Der hat mir jetzt schon dreimal eine Rauchwolke reingehauen. Aber Glurak hätte ich schon gerne. Ich habe mit einem Premierball und nicht mit einem Superball Glurak gefangen. Glurak fliegt durch die Lüfte, um starke Gegner aufzuspüren. Sein heißer Feueratem bringt alles zum Schmelzen, aber es richtet ihn nie auf schwächere Gegner. Wie nennt man Glurak? Not a Dragon. Kenn ich einen Drachen, der Feuer spuckt? Viele kenne ich. Sauron. Sauron. Ja, eindeutig, der ist doch der Drache, nicht zum Argo oder so. Kenn ich irgendwas mit derselben Farbkombination? Einfach Agumon nennen. Dämlich. Homo erectus. Wieso, was ist das für ein Drache? Du bist jetzt... Ja, machen wir den einfach zu einem Natsu. Auch wenn das wohl besser für einen Panflam oder sowas passen würde. Aber Drache, Feuer. Ja. So, wollen wir dann in der nächsten Folge hier alle auf der Route platt machen? Okay.
dann gucke ich jetzt eben nochmal, ob ich ein Item habe. Nö. Der hatte kein Item. Was hat der für Attacken? Kratzer, Heuler, Glut und Rauchwolke. Und Rauchwolke hat er die ganze Zeit eingesetzt. Ja gut. Guckst du das auch noch nach, oder? Nee, passt schon. Wollen wir dann die Folge beenden? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios.